Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video machen wir seit langem mal wieder eine Kaufberatung, die erste im Jahr 2022. Ich habe mir eine ganze Menge Gedanken gemacht, was ich euch in welcher Preisklasse empfehlen kann. Und ja, das möchte ich heute mit euch durchgehen. Die Angebote dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Macht Spaß, habe ich euch auch zwei oder drei Links zu einem Scooter reingepackt, weil da die Preise vielleicht gleich waren. Und vielleicht hat der ein oder andere seinen Lieblingshändler. Ansonsten ist immer unten das günstigste drin und gegebenenfalls noch ein Rabattcode, falls ich einen dazu habe. Ja, fangen wir an. In der Preisklasse 200 bis 300 Euro. Im Prinzip würde ich da sagen, kauft gebraucht. Da würde man vielleicht schon einen Xiaomi Mi Scooter 1S bekommen, gebraucht, in einem guten Zustand. Soll es aber was Neues sein, dann gibt es eigentlich nur eine Wahl, und zwar ist das der Ninebot ES1LD. Das ist natürlich kein Tourenscooter, das ist ein kleiner, minimalistischer Letzte-Meile-Scooter mit 11,3 Kilo, hat ein 36-Volt-System, einen kleinen Akku von 5,1 Ampere-Stunden, sind dann also eine Größe von 183 Wattstunden oder 184 Wattstunden, hat Luftkammerreifen in 8,5 Zoll Größe, einen kleinen Motor mit 250 Watt Nennleistung sowie 500 Watt Peakleistung, was für kleine Anstiege noch reicht bis 6% und dann ist aber auch Feierabend 6-7 bei meinem Gewicht. Wir gehen jetzt immer von meinem Gewicht auch aus und meiner Geografie. Ich habe es hier ja ein bisschen bergig oder sehr bergig und habe so 87 Kilo im Moment, 86 Komma schlag mich tot. Ja, die Zuladung des Rollers beträgt 100 Kilo. Er hat vorne einen Fender, so eine Federung, das ist ganz angenehm. Kostet aktuell 349 Euro. War aber in der letzten Zeit total oft zu haben für 279, 249 und das ist ein absoluter Bombenpreis. Immer mal wieder darauf achten und dann einfach gönnen. Ansonsten, reale Reichweite ist hier natürlich so um die 10 Kilometer, mehr ist da nicht drin. Ja, in der Kategorie 300 bis 400 Euro gibt es für mich zwei Scooter. Das wäre einmal der eben schon erwähnte Xiaomi Mi Scooter 1S. Der ist auch noch sehr leicht mit 12,5 Kilo. Hat ebenfalls wie der Ninebot ES1LD ein 36-Volt-System, hat aber einen wesentlich größeren Akku mit 7,8 Ampere-Stunden, was 281 Wattstunden ergibt. Wir haben 8,5 Zoll Luftreifen vorne und hinten. Motorleistung ist die Nennleistung etwas höher. Sie haben mit 300 Watt Peakleistung auch so 500, 530 Watt bei vollem Akku. Die Zuladung beträgt 100 Kilo. Preislich 399 Euro und weniger. Die Preise sind ja alle etwas gestiegen und ja, daher muss ich sagen, ist das ja schon recht hoch. Er war mal teilweise für 329 zu haben. Aber günstigste Angebot ist unten verlinkt. Reale Reichweite. Bei mir, meine Person, circa 20 Kilometer real. Seid ihr leichter, habt ihr es flacher, kommt ihr weiter. Des Weiteren habe ich noch gefunden für euch den Denver Odin. Da habe ich jetzt, sehe ich gerade das Gewicht vergessen, das blende ich euch. Why? Wir haben ein 36 Volt System, ein 10 Ampere Stunden Akku, also sprich 360 Watt Akkugröße, 10 Zoll Honeycomb-Reifen, also wir sind hier pannensicher unterwegs. Der Motor bringt eine Leistung mit von 350 Watt, was richtig ordentlich ist, denn die Spitze beträgt 700. Wir sind hier so fast auf Ninebot Max G30D-Niveau, vielleicht ein bisschen weniger. Dafür kann man beim Denver Odin aber 120 Kilo draufpacken. Preislich liegt er auch bei 399 Euro und reale Reichweite sind so 25 Kilometer. Meine Person, meine Gegend. Auch unten verlinkt. Nächste Kategorie. Ab jetzt wird's interessant. Ich finde, ab 400 Euro, 400, 500 Euro aufwärts fängt es erst richtig an, interessant zu werden. Und da hole ich euch mal den ersten. Ein altbekannter Freund, hier in der Sultan Edition,
Der EPF1. Ja, der EPF1 hält sich seit Beginn an super auf dem Markt und hat auch sehr interessante Specs und hat besonders den Vorteil, einen exzellenten Service zu haben. Ja, kommen wir aber erstmal zu den technischen Daten. 14,6 Kilo leicht, also das ist noch absolut transportabel. 36 Volt System, 10 Ampere Stunden Akku. Honeycomb Luftkammerreifen vorne und hinten in 8,5 Zoll. Motor vorne 350 Watt bei einer Spitze von 550, 570 bei vollem Akku. Habe ich alles schon gesehen. Zuladung draufpacken könnt ihr 120 Kilo Fleischmasse. Also auch recht ordentlich und ein bisschen überdurchschnittlich. Viele raffen es einfach noch nicht, dass die Zuladung über 100 Kilo sein muss. Warum auch immer. Denn selbst ein gestandener Mann, 90 Kilo mit einem Rucksack, kommt schnell über 100 Kilo. Besonderheiten. Wir haben hier hinten, hier unten drunter, eine Federung hinten. Ich weiß nicht. Naja, hier hinten ist eine Doppelachsenfederung für das Hinterrad. Das macht den Komfort natürlich wesentlich angenehmer. Des Weiteren ist der EPF1, genauso wie sein großer Bruder, auf 22 km/h optimiert. Wir nehmen hier die kompletten 10% Toleranz mit. Und das ist richtig nice. Zu bekommen 489 Euro. Reale Reichweite bei mir, meine Geografie, wie immer, 26 Kilometer. Seid ihr leichter, habt ihr es flacher, kommt ihr weiter. Und ganz toll finde ich, die Kiste gibt es in etlichen verschiedenen Farben. Da gibt es nicht nur die graue oder schwarze eintönige Masse, sondern Farbvielfalt. Finde ich richtig nice. Wenn ich alles richtig gemacht habe, solltet ihr hier auch ein paar sehen. Und ansonsten soll das eigentlich zum EPF1 gewesen sein. Ja, als nächstes in der Kategorie 495 Euro, hätte ich nie gedacht, dass ich ihn da mal reinpacken werde, ist der Ninebot Max G30 LD. Der Preis ist extrem gesunken und jetzt ist er attraktiv. Anfangs für 6,99. Absolut nicht zu empfehlen gewesen. Gewicht 17,7 Kilo, hat also nur leicht an Gewicht abgenommen. 36 Volt System, 10,4 Amperestunden Akku, was 374 Wattstunden ergibt. Vorne und hinten 10 Zoll Luftreifen. Motor haben wir hinten. Selber Motor, gleicher Motor wie beim Ninebot Max G30D, 350 Watt und 700 Watt in der Spitze. Voller Akku sogar mit 760 so um den Dreh. Damit kommt man auch schon mal ordentlich einen Berg hoch. Ne? Leider nur die Zuladung 100 Kilo. Preislich, wie schon erwähnt, 499 Euro. Dafür ist er absolut empfehlenswert. Reichweite real so Pi mal Daumen 27, 28 Kilometer. Also, wer mit dem Gedanken spielt, sich das Teil zu holen für 499, top. Super Preis. Für 699 fand ich die Kiste einfach maßlos überteuert. Das war ein absolutes No-Go. Ja, in der Preisklasse 500 und 600 Euro habe ich auch zwei Kandidaten. Das ist einmal der Xiaomi Bo 2. Den hatte ich selber fast 2 Jahre hier. Der hat mich letzte Woche erst verlassen. Einfach aus dem Grund, weil ab und zu schon mal einer gehen muss. Der wiegt 14,5 Kilo. 36 Volt System. Hat mittlerweile nur noch 12,5 statt 12,8 Amperestunden. Da gab es ja mal so ein Batterieproblem. Die Akkugröße sind dementsprechend 450 Wattstunden. Vorne und hinten haben wir Luftreifen. Der Motor befindet sich beim Bro 2 vorne. Leider haben wir hier auch nur eine Zuladung von 100 Kilo. Nochmal zurück zum Motor. 300 Watt Nennleistung, 600 Watt Peak. Also ein bisschen stärker wie der Durchschnitt, sage ich mal. Und ja. Damit kommt man auch schon mal die ein oder andere Steigung hoch. Das war damals vor 2 Jahren so mal einer der ersten Scooter,
der mal mehr wie 500 Watt Spitze hatte. Muss man ganz klar sagen, aktuell liegt er bei 549 Euro. Reale Reichweite bei mir, meine Zuladung, meine Geografie, circa 33 Kilometer. Seid ihr leichter, habt ihr es flacher, kommt ihr weiter. Ja, ist natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. So, und jetzt kommt was Neues. Ich hole ihn. Aber den nehmen wir mal als Muster, denn bis auf zwei Kleinigkeiten unterscheidet er sich kaum. Das soll den NIO Cookie 3 Sport darstellen. Das ist jetzt der Pro, aber die haben nur geringfügige Unterschiede. Dann habt ihr zumindest schon mal optisch einen Eindruck, wie er aussieht. Den Sport gibt es in verschiedenen Farben, in Blau und Rot und Schwarz. Das finde ich auch eine schöne Sache. Da habt ihr hier die Akzente, wie ich hier das Rosé Gold habe, in anderen Farben. Der NIO Cookie 3 Sport hat ein Gewicht von 18,4 Kilo, hat ein 48-Volt-System, hat hier im Tritt dann 7,8 Amperestunden verbaut. Das ist ein bisschen weniger wie sein großer Bruder und deshalb ist er auch ein bisschen leichter. Wir haben sowohl vorne als auch hinten 9,5 Zoll Luftreifen. Das habe ich so bei sonst, glaube ich, noch keinem Scooter gesehen oder gehabt, dass beide Reifen 9,5 Zoll sind. Der Motor ist hinten und bringt ähnlich wie beim Xiaomi Pro 2 dieselben Werte mit. Nur hinten, der Hintermotor ist immer effektiver wie der Frontmotor. Wir haben 300 Watt Nennleistung und 600 Watt Spitze. Die Zuladung, leider hat man hier ein bisschen gepennt, nur 100 Kilo. NIO war so freundlich und hat kurz nach dem Release schon ein Update rausgebracht und hat ihn von 20 auf 21 km/h erhöht. Vorher laut GPS 19,5, jetzt fährt er ungefähr 20,5, laut Tacho 21. Das ist ganz erfreulich. Preislich liegen wir hier bei 549 Euro, aber dafür bekommt man auch eine ganze Menge Scooter, eine riesige Qualität, ein geiles Netzwerk. NIO hat ja auch überall Fachhändler, ne? Das muss man mal mit dazu sagen. Und von daher würde ich sagen, ist das ein Preis, der gerechtfertigt ist. Man hat einen Ansprechpartner, auch den man telefonisch erreichen kann, und das ist top. Ja, dadurch, dass der Akku mit 7,8 Amperestunden bei 48 Volt nur 374 Wattstunden hat, haben wir eine reale Reichweite von 27 Kilometern. Pi mal Daumen bei meiner Zuladung, meiner Geografie. Seid ihr leichter, habt ihr es flacher, kommt ihr weiter. Ja, das soll es dann in dieser Preisklasse gewesen sein. In der nächsten Preisklasse habe ich dann, das ist dann 600 bis 700 Euro, habe ich dann hier die zwei Schmuckstücke, beziehungsweise zwei andere Schmuckstücke. Und zwar ist das einmal hier der hier, und zwar der große Bruder vom Sport, und zwar der NIO Cookie 3 Pro. Das ist dann hier der hier, in Rosé Gold. Wir haben hier 20,3 Kilo Gewicht, also das ist ein bisschen schwerer, ist natürlich dem größeren Akku zu verschulden, ist natürlich schon eine Nummer. 48 Volt System wieder, 10,1 Amperestunden haben wir hier verbaut, 484 Wattstunden Gesamtkapazität, wieder Reifen vorne und hinten 9,5 Zoll Luft, tubeless beides, auch beim Bro. Motor ist ein bisschen stärker, 350 Watt Nennleistung, 700 Watt Peakleistung, hat nach dem ersten oder dem zweiten Update genau dieselbe Performance wie ein Ninebot Max G30D. Von daher, wer mit dem Gedanken spielt, sich entweder den oder den Ninebot zu kaufen, krafttechnisch kein Unterschied, dafür hier der hier eine ganze Ecke billiger, denn den bekommt ihr schon für 6,49. Ne? Da seid ihr 150 Euro billiger, habt natürlich auch ein bisschen weniger Reichweite. Auch hier Zuladung 100 Kilo, Endgeschwindigkeit, wie eben beim Bro schon erwähnt, 21 km/h. Reale Reichweite sind dann hier bei mir mit meiner Person, meiner Geografie
Circa 36, 37 Kilometer. Seid ihr leicht, habt ihr es flach, da kommt ihr weiter. Wie gehabt. Ich will es nur mal erwähnt haben, nicht, dass einer sagt, du hast das und das gesagt. Und vielleicht wiegt er dann, hat die gleiche Geografie, aber wiegt 120 Kilo. Der kommt dann eben nicht so weit, ne? Okay. Ja. Alles abgehakt. So, als nächstes noch in der Kategorie, als nächstes und letztes. Möchte ich nicht vergessen, möchte ich nicht unterschlagen, ist der EPF1 Pro. Das war für mich eine richtig geile Erneuerung. Letztes Jahr im Sommer, da hat Stefan Köhler mit seinem Team richtig tolle Verbesserungen reingebracht. Und das hat mich wirklich positiv komplett überrascht. Das Chassis ist relativ gleich geblieben. Wir haben aber 16% mehr Akku. Wir haben hier 11,6 Amperestunden bei 36 Volt. Der Motor ist von 350 Watt Nennleistung auf 440 Watt hoch und eine Peakleistung von ca. 650. Wir sind da also so auf dem Niveau vom Xiaomi Pro 2, sogar ein bisschen stärker. Vor allem haben wir hier die wesentlich bessere Technik verbaut. Hier ist Hobbywing drin, Leute. Des Weiteren ist hier die Lampe optimiert worden mit einer wesentlich höheren Helligkeit. Vorne und hinten bietet der EPF1 Pro uns hier 10 Zoll Reifen, was einen wesentlich höheren Komfort im Gesamten bietet. Die Federung hinten ist uns erhalten geblieben. Also hier sind auch wieder diese zwei Federbeine drin. Wie ihr diese einstellt, seht ihr in meinem Testvideo auf meinem Kanal. Die Zuladung 120 Kilo ist immer noch super und überdurchschnittlich. Das lobe ich mir. Auf jeden Fall. Preislich 669 Euro und habe ich euch bei meinem Partner unten in der Videobeschreibung verlinkt. Reale Reichweite, ja. Circa bei mir 31 Kilometer, 31, 32 Kilometer. Er zieht auch bis zum Schluss wirklich die 22 km/h durch. Erst wirklich, wenn in der App 0% steht oder 5% steht, dann wird er langsamer, also auf gut Deutsch Vollspeed bis zum Schluss. Ja, gut, das soll es in der Kategorie 600, 700 Euro gewesen sein. Eins noch, ihr habt es hoffentlich hinter mir gesehen. Den gibt es in noch mehr Farben wie den kleinen Bruder. Da ist jetzt noch eine British Race Green oder so hinzugekommen. Ein schönes dunkles Grün, das gefällt mir richtig top. Dann gibt es das Rot, das Blau, den Sultan. Top. Wirklich. Die Farbvielfalt hier beim EPF1 Pro und beim EPF1, das gefällt mir wirklich super. Da ist für jeden was dabei. Farblich, da hat man nicht die graue Einheitsmasse, grau oder schwarz. Jeder zweite Scooter oder mehr wie jeder zweite Scooter hat halt grau oder schwarz. Ich finde es schön, wenn mal Farben ins Spiel kommen. Mal Silber, mal Weiß. Mal schwarz und mal ganz viel bunt. Ja, das soll es zum EPF1 Pro gewesen sein. Nichts vergessen, die ganz, ganz tolle Ersatzteilverfügbarkeit bei den EPF1 Modellen. So, 700, 800 Euro. Eine Kategorie, die natürlich sehr interessant ist. Da gibt es zwei Modelle, die ich euch da anpreisen möchte. Das ist einmal der Dauerrenner Mineboard Max G30D. Ja, 19,5 Kilo Lebendgewicht, also schon gut was zu tragen, muss man sagen. 36 Volt System, aber einen guten Durchzug der Motor. Trotz 36 Volt System, 15,4 Amperestunden, was uns 554 Wattstunden ergibt. 10 Zoll Luft vorne und hinten, sonst leider keine Federung. 350 Watt Nennleistung, 700 Watt Peakleistung, quasi genau das gleiche wie beim NIO Cookie 3 Pro. Also von daher, wenn euch die Reichweite vom NIO vielleicht ausreicht, greift doch dazu, denn leistungstechnisch seid ihr da gleich und preislich wesentlich besser aufgestellt. Okay.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, Zuladung. Auch nur 100 Kilo. Das ist sehr, sehr schade, sehr, sehr wenig. Preislich liegt da aktuell Pi mal Daumen wieder bei 7,99. War teilweise über 800 hochgegangen aufgrund der ganzen Probleme mit dem Shipping, mit dem Transport vom Übersee und auch mit der Platinen- und Kurzleiterverfügbarkeit ist das alles ein bisschen teurer geworden. Reale Reichweite, ich schaffe also mindestens immer 42 Kilometer mit dem guten Stück. Ich habe mal bei optimalen Bedingungen und bei wirklich viel geradeausfahren bei Natur mit Electric Commuter 52 Kilometer geschafft. Also da ist er mir 200 Meter vor der Haustür ist er mir ausgegangen, weil er leer war. Wirklich top. Also ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden damit. Ich fahre auch noch immer sehr, sehr gerne mit dem Ninebot Max G30D. Einer hat mich jetzt verlassen und zwar für die WiMAX VX2 Modelle, die ich mir geholt habe für mich und meine Freundin. Denn für mich sind die WiMAX VX2 Modelle aktuell das Nonplusultra, was Preis-Leistung angeht. Und da kommt für mich aktuell nichts drüber. Ne? Also, aber zum VX2 kommen wir natürlich gleich noch. Ne? Ja, das soll es zum Ninebot Max G30D gewesen sein. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Was schön ist, ihr habt ein integriertes Ladekabel, ihr müsst quasi nur so einen kleinen Stecker mitnehmen zum Laden und habt auch noch die Möglichkeit, euch einen Fast Charger zu kaufen mit 5 Amperestunden. Dann ist die Kiste in ca. 3,5 Stunden von 0 auf 100. Das ist eine geile Sache. Das gefällt mir gut. Und ansonsten kann ich nur sagen, ist ein Dauerrenner und ist immer noch gut, wenn man für einen ordentlichen Preis kriegt, weil man ihn gerne haben will, zuschlagen. Ja, einfach zuschlagen. Ja. 800, 900 Euro? Nein, wir sind noch nicht fertig. 700, 800 Euro. Einen haben wir noch. So. Ja. Aktuell ist und bleibt er der Bergsteiger Nummer 1. Muss man einfach sagen. Der Soulflow SO4 Pro. Mittlerweile gibt es ihn in der zweiten Generation auf der Homepage zu einem unverschämten Preis von 990 Euro, glaube ich. Leute, dafür kauft das Teil bitte nicht. Wenn ihr einen Soulflow SO4 Pro erste Gen, zweite Gen haben wollt, unter 800 Euro bitte. Ja, ansonsten Finger weg. Preis-Leistung ist da so schrecklich dann. Nein, einfach Finger weg. 17,5 Kilo leicht, 48 Volt. 10,5 Amperestunden Akku heißt 504 Wattstunden. 10 Zoll Luftreifen vorne und hinten. Motor, das Highlight des Ganzen: 500 Watt Nennleistung, 1100 Watt Peakleistung, Getriebemotor. Macht natürlich ein extrem surrendes Geräusch und ist natürlich extrem nervig auf langen Fahrten, muss man ganz einfach sagen. Mittlerweile auch der Legend zum Beispiel extrem nervig. Auf die Dauer extrem nervig. Zuladung wurde nachzertifiziert auf 150 Kilo. Das ist, glaube ich, aktuell der Scooter mit der meisten Zuladung. Bin mir nicht ganz sicher. Die neuesten Soulflow SO4 Pro fahren leider nur noch 21. Die Toleranz wird nicht mehr ganz ausgenutzt. Preislich aktuell. Zumindest, was ich gesehen habe für den Gen 1 und teilweise war auch der Gen 2 für unter 800 Euro, 7,99. Den Gen 1 gibt es im Moment für 7,49 bei Saturn. Jedoch tut mir einen Gefallen, überlegt euch das Ganze gut. Wenn ihr ein bisschen Abstriche von der Leistung her machen könnt und vielleicht noch ein paar Euro drauflegen könnt, dann gönnt euch lieber einen WiMAX VX2. Hier Support und Kundenkontakt, Katastrophe. Eine Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Dann würde ich lieber 50 Euro mehr drauflegen und gönne mir einen WiMAX VX2. Hab dafür 30% mehr Akkukapazität, fast die gleiche Steigleistung, hab einen super Support und auch eine super Werkstatt, die repariert mit den Partnern, die WiMAX in Deutschland hat. Was auch noch zu sagen ist, beim Gen 2 ist die IPX-Zertifizierung runtergegangen.
Das ist nicht mehr 5 oder 6, sondern das ist, glaube ich, nur noch 4. Müsst ihr mal gucken. Unter Vorbehalt. Aber damit werben sie nämlich auf der Homepage auch nicht mehr. Beim Gen 2 ist auf jeden Fall die Zertifizierung von der IPX-Wasserschutz runtergegangen. Jo, reale Reichweite haben wir noch. Habe ich in meinen Tests hier mit der Kiste bei wirklich vielen Höhenmetern 35 Kilometer geschafft, ist noch ein bisschen unter den Herstellerangaben, ist aber eigentlich so gut wie bei jedem. Ja, kann man nicht anders sagen, die meisten übertreiben da. Ich kenne nur ganz, ganz wenige mit Driveman WiMAX, die realistische Werte angeben, die man auch erreichen kann. Ansonsten, wie gesagt, überlegt euch das. Solange die Kiste läuft, alles gut. Müsst ihr an den Service, dann wird es kritisch. Dann ist das Ganze mit Ärger und Problemen verbunden. Ansonsten, Scooter, wenn er läuft, top. Wenn euch das Surren nicht stört, top. Gönnt euch. Ne? Jo, jetzt sind 800, 900 Euro. So, hier drüben. Für mich, wie schon im Testvideo erwähnt, das Highlight aus dem Jahre 2021, der WiMAX PX2. Warum? Ganz einfach, weil Preis-Leistung, Support, Steigfähigkeit, Reichweite, Verarbeitung, Qualität, alles für sich spricht, alles top ist. Er wiegt weniger als die Herstellerangaben sagen. Er wiegt lediglich 17,8 Kilo, selbst gewogen. 48 Volt System haben wir hier verbaut. Mit 13 Amperestunden, was 624 Wattstunden ergibt. 10 Zoll Luftreifen haben die neuen, die jetzt alle ausgeliefert werden, verbaut. Dann haben wir den Motor, der ist ein absolutes Highlight. 500 Watt Nennleistung. 1300 Watt Peak. Die 1300 Watt Peak zieht er sich beispielsweise beim Berganfahren oder kurz bevor er wirklich den Geist aufgibt, also bevor er ihn ans Limit gebracht hat, versucht er nochmal alles um euch doch noch den Berg hochzukriegen. Ansonsten liegt die Peak-Leistung so bei knapp unter 1200, aber die 1300 werden auch erreicht. Das habe ich euch in meinem Testvideo gezeigt. Zuladung auch. Alles, was jetzt ausgeliefert wird, 132 Kilo Zuladung, 150 Kilo Gesamtmasse. Das Teil ist optimiert und rast konsequent 22 km/h, auch laut GPS. Auch das könnt ihr in meinem Testvideo sehen. Ja, preislich. Bei meinem Partner, meinem E-Scooter, gibt es ihn noch für 8,49. Ich würde persönlich schnell sein, bevor auch der den Preis anpasst auf 8,99. Alles wird teurer. Ich habe es eben schon mal erwähnt, die Fracht wird teurer, die Halbleiter werden teurer, ne? Akkus werden teurer. Naja, ihr wisst es, ihr kennt es. Reale Reichweite. Angegeben wird hier seit Auslieferung 21.02. 45 Kilometer. Ich habe hiermit schon erreicht 48 Kilometer bei einer Außentemperatur von 6 Grad. Ich bin mir sicher, dass ich Mitte 50 Kilometer erreichen werde, sobald die Temperaturen auf 20, Mitte 20 steigen. Das ist ein richtiger Topwert. Also, und wenn ihr noch leichter seid oder es flacher habt, kommt ihr noch weiter damit. Ne? Also, hier gibt es ganz, ganz wenig auszusetzen an der Kiste. Ne? Schaut euch mein Testvideo an und haut lieber ein paar Euro mehr drauf und gönnt euch einen WiMAX VX2. Damit werdet ihr zufrieden sein. Ich schwöre es euch, ich gebe euch die Garantie darauf, dass das so sein wird. Von daher gibt es sonst eigentlich nichts mehr zu sagen zum WiMAX VX2. Ihr kriegt noch ein bisschen Zubehör dabei, der Handyhalter ist dabei, ein Schloss ist dabei und ja, das müsste es gewesen sein zum WiMAX VX2. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Firma noch im Jahr 2022 auf die Beine stellt, was sie raushauen wird. Ja, weiter geht's. Wir sind immer noch bei 800 bis 900 Euro.
Da habe ich noch einen Kandidaten für euch, der auch letztes Jahr im Sommer kam und wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Eieiei. Der Slidefox P1S. Hui. Ist kein Leichtgewicht mit 22,4 Kilo. Sollte man da nicht mehr wie einen Satz machen, sonst muss man mit Muskelkater am nächsten Tag rechnen. Ja, aber er bietet zwar nur ein 36 Volt System, hat aber 15,9 Amperestunden, was also ein größerer Akku ist wie beim Nymox MAX G30D. Federung vorne haben wir als Besonderheit. 22 km/h zieht er auch durch, auch laut GPS. Vorne 10 Zoll Luftreifen. Jetzt kommt das Aber. Hinten nur einen 10 Zoll Luftkammerreifen. Knüppelhart. Ja, also der ist wirklich sehr hart. Vorne habt ihr, hui, schön. Und hinten habt ihr, oh. Ja, das ist so das einzigste Nachteil am Slidefox P1S, was mir so im Laufe der Zeit aufgefallen ist. Motor auch richtig nice. 500 Watt Nennleistung. Wird zwar nur mit 750 Watt Peakleistung angegeben, aber die ist deutlich höher. Wir haben hier also mal mindestens vergleichsweise so 900 Watt. Also er hat richtig heftige Newtonmeter für die 750 Watt und kommt richtig ordentlich den Berg hoch. Und ja, hat eigentlich super performt. Ich war sehr, sehr zufrieden oder bin sehr, sehr zufrieden mit der Performance von ihm. Zuladung könnt ihr 122,5 Kilo Fleischmasse drauf packen. Von daher auch wirklich top und überdurchschnittlich. Preislich 369 Euro. Auch nirgendwo anders günstiger zu kriegen als wie auf der Homepage von Slidefox selber, habe ich euch verlinkt. Reichweite angegeben mit 52 Kilometern. Erreicht habe ich aktuell 41 Mal als Maximum und dann war Ende. Aber seid ihr leichter, habt ihr es flacher, kommt ihr weiter. Ja, also das waren jetzt meine zwei in der Preisklasse 800, 900 Euro. Auch hiermit macht man nichts falsch. Auch hier ist Support und Werkstatt beispielsweise wirklich top. Hat er auch schon einen Support-File eingeschickt, freitags eingeschickt und mittwochs oder donnerstags war er wieder da. Der war keine Woche weg. Also wirklich top. Ne? Also so muss das überall sein. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch. Alles drüber, 900 bis 1000 Euro. Ja, könnt ihr euch vielleicht mal den Wizard 2,5 Plus EKV ansehen. Das wäre dann so ein Tourenscooter, aber wirklich nur fürs Flachland, weil er extrem schwach ist. Und ansonsten, uiuiui, ich sag ja, der ist schwerer, der Muskelkater. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar kommt im Ende April, Anfang Mai der Skotex H20. Schaut euch den mal an. Beziehungsweise ich erkläre euch jetzt mal die Specs. Bringt auch ein Kampfgewicht von 20,5 Kilo mit, aber bietet auch was dafür. 48 Volt System, 10,4 Amperestunden Akku, was 500 Wattstunden ergibt oder 499 Wattstunden ergibt. Wir haben vorne und hinten 10 Zoll Luftreifen. Motor hinten 500 Watt Nennleistung. Spitze 1008 Watt. Also richtig Bums. Ne? Kommt zwar nicht an den VX2 dran, aber richtig Bums. Zuladung 120 Kilo. Besonderheit: vorne und hinten gefedert. Richtig geil. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Preis 6,99. Kann schon vorgestellt werden. Und mit dem Code Techniktest kriegt ihr noch 5% Rabatt. Also, ich weiß nicht, ihr seid dann, glaube ich, bei, jetzt muss ich lügen, knapp 665 Euro Pi mal Daumen. Ne? Also wirklich, die Specs sind sehr interessant. Ich freue mich darauf. Der wird noch
diesen Monat bei mir eintreffen, wahrscheinlich. Ne, Quatsch. Oder doch, jetzt im März, wir haben jetzt März. Ja, kommt im März noch zu mir, wenn die anderen Kollegen damit fertig sind. Da werde ich den für euch auf Herz und Nieren testen. Und zwar richtig. Die Berge hoch jagen, meinen Berg, den Testberg. Und dann gucken wir mal, wo er sich so einordnen wird. Aber die Specs sind sehr, sehr interessant. Ich kenne gerade die Herstellerangabe des Scutex HC nicht, was er an Reichweite bringen soll. Aber ich habe mir ausgerechnet, realistisch sind hier auch so 33 bis 36 Kilometer. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem auf die Federung, wie gut sie ist. Ne? Nicht jede Federung oder jeder Scooter, der eine Federung hat, federt auch. Ne? Also da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ich denke, Scotex, die ja zur SXT gehören, werden da einen sehr, sehr guten Job machen. Ja, das soll es mit meiner Kaufberatung März 2022 gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen. Alle Scooter sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Kauf über so einen Link supportet ihr meinen Kanal. Wenn ihr Fragen zu irgendeinem Scooter habt, hier oder auch irgendeinem anderen, ab damit in die Kommentare. Ansonsten klickt ein Like, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.